Mut bedeutet, das Richtige zu tun, auch wenn man weiß, dass der Weg sehr steinig wird. Jemandem zu helfen, der in Not ist. Mutig zu sein, Fragen zu stellen. Ich konnte das nicht sagen, ich habe es nie gelernt. Und erst hier an der Schule konnte ich sagen, ey, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht. Für mich bedeutet Mut, den Mund aufzumachen und sich nicht zu verstecken und eine Meinung anzunehmen, die man eigentlich gar nicht hat. Man hat so das Gefühl, die Welt ist hier ein bisschen umgedreht. So, Schüler haben ein Mitspracherecht. Und die Kinder dürfen halt mitentscheiden, werden halt zum selbstständigen Menschen erzogen. Und das ist was Cooles. Dann geht man nicht in die Welt hinaus und denkt so, oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr in der Schule. Davor war ich auf einem Gymnasium. Motiviert hat mich dazu in erster Linie mein bester Freund, muss ich mal ganz ehrlich so sagen. Zumal ich einfach auch mal einen Tapetenwechsel brauchte. Ich musste einfach mal runter vom Gymnasium und auf eine andere Schule. Und da kam dann mein bester Freund zu mir und hat gesagt, hey komm, ich habe eine ganz tolle Schule für dich. Von einem auf den anderen Tag war ich dann hier auf der Schule angemeldet. Und habe mich dann hier direkt wohlgefühlt. Es ist nicht nur der Lehrer als Lehrer und der Schüler als Schüler, sondern man kann auch außerhalb der Schule mal dem Lehrer ansprechen, ich habe das und das noch nicht verstanden oder ich habe diese Probleme. Also mein Weg war jetzt nicht der einfachste. Ich hatte halt so Phasen, wo ich für die Schule rein gar nichts gemacht habe. Aber trotzdem, Frau Hartz, also meine damalige Klassenlehrerin, hat immer an mich geglaubt. Sie wusste ja, dass ich nicht dumm war, sondern dass ich einfach keine Lust hatte. Ich hatte ganz lange Frontalunterricht und da war es, man wird immer müde und man kann nicht in sein Tempo arbeiten, man muss den Tempo des Lehrers anpassen, das ist nicht so cool. Und hier können wir in unser Tempo arbeiten. Und die Lehrer sind halt dafür da, wenn man Hilfe braucht, aber es bezieht sich wirklich auf das selbstständige Lernen. Wir haben so viele Neigungskurse, man kann sich einfach frei entfalten und zwar kostenlos auch noch. Wir zahlen für unsere Neigungskurse nicht. Es gibt ja Karate, es gibt Gitarrenunterricht, Webdesign. Das Gesamtpaket finde ich hier irgendwie an der Schule schön. Wir haben in der Schule eine Schülerband, die heißt No Silent Weekend und wird geleitet von zwei Lehrern. Man lernt dort neue Leute kennen, das ist wie eine ganze Familie irgendwie. Dann fahren wir auch mal auf eine Bandreise und man lernt alle nochmal aus einem ganz anderen Blickfeld kennen mit ihren Talenten. Ich leite selber hier den Hip-Hop-Kurs der 5. und 6. Klasse. Dann kommen die Kleinen, dann tanzen wir alle zusammen, haben alle Spaß, treten auch mehrmals im Jahr auf, am Tag noch der Tür. Allein schon von den Lehrern her, von dem Schülerpersonal, von der Schulleitung her, es ist eigentlich alles so, wie man es sich vorstellt.